Hallo! Es geht weiter mit dem Werkstatttagebuch und huch! Hä? Hier sieht ja alles ganz, ganz anders aus. Das stimmt, denn es geht weiter mit unserem Kundenprojekt, dem Tattoo-Studio. Und was ich dafür auf jeden Fall brauche, ist die Kappsäge, weil ich jetzt ja hier wieder doch in einen sehr groben Zuschnitt gehe. Und die Kappsägenstation ist aktuell leider nicht lieferbar. Also steht sie jetzt eigentlich da, wo sie sozusagen ja früher auch stand, auf einem Schrankelement. Staubsauger ist auch am Start. Da sehen wir schon die erste Bohle, die gleich zersägt wird. Wir fangen heute nämlich an mit dem, ich zeige euch mal die Skizze, mit dem, kennt ihr das? Vielleicht auch nicht. Mit dem Servierwagen. Dafür haben wir ja einen ganzen Teile in der alten Werkstatt schon zugeschnitten, natürlich nur grob. Was also jetzt ansteht, ist die restlichen Streifen einmal rausschneiden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, schaut euch ruhig mal die alten Vlogs an. Die sind ja gar nicht so alt, aber die älteren, da seht ihr das. Und was dann heute ansteht, ist abrichten, 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 abrichten und auf dicke hobeln. Das wird eine ganze Weile dauern, weil wir tatsächlich bei dem Servierwagen verhältnismäßig viele Teile haben. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht so viel rumreden. Ihr seht, hier sieht jetzt alles anders aus. Wir werden jetzt so ein bisschen gucken und on the fly alles hin und her stellen, wie es passt, weil ja doch noch ein bisschen Umzugschaos ist. Jetzt aber zuallererst mal die Tauchkreissäge klar machen und dann alles aufsägen und dann geht die Abrichterei los. Also, los geht's. Achso, und wer sich fragt, warum ich so aussehe, ich war heute Morgen beim Sport und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mir jetzt fürs Arbeiten andere Klamotten anzuziehen. That's how it is. Also, los. So, jetzt wird auch klar, wo ich meine Sportklamotten gleich angelassen habe. Ich muss ja sozusagen Sport machen, denn wir müssen hier wieder relativ große Teile rüber wresteln. Und ich habe einen ganz, ganz wichtigen Tipp für euch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schon mal so direkt gesagt habe. Es kann ganz oft sein, dass ihr beim Maschinentischen merkt, irgendwie ist das schwieriger zu schieben. Die Reibung ist irgendwie höher und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Und zwar sowas hier, Silbergleit, das ist jetzt bei mir eine Dose, die ist, weiß ich nicht, 40 Jahre alt. Ich schätze, das werde ich so nie nachkaufen können. Ist noch von meinem Großonkel. Aber das Zeug wirkt wirklich Wunder. Einfach ein ganz, ganz bisschen was auf den Lappen machen und ein bisschen einreiben. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Und das hilft wirklich enorm. Ganz oft könnte man denken, ah, vielleicht ist auch das Sägeblatt scharf, ja, stumpf oder die Messerwelle. Aber wenn man normal arbeitet und keine kruden Materialien zersägt, wo Nägel drin sind, passiert es eigentlich nicht so oft. Es dauert eine ganze Weile, bis die Werkzeuge stumpf sind. Das heißt, meistens hilft so ein bisschen Silbergleiten. Das würde ich euch immer als ersten Tipp an die Hand geben. Schmiert den Tisch nochmal gut, so dass das Ganze wieder sich etwas flüssiger bewegen kann. Und wenn es dann immer noch nicht geht, kann man immer noch gucken, fehlt vielleicht irgendwo ein Zahn, ist eine Ecke abgebrochen. Oder. Es gibt ja dann noch mehr Gründe für solche Probleme. Aber das ist immer eine sehr gute Lösung. Und wer jetzt sagt, ich mag das Zeug nicht, das macht so einen silbernen Glanz auf dem Holz. Ja, das kann passieren, wenn wir ein bisschen zu viel nehmen. Aber das lässt sich sehr, sehr einfach wegschleifen bzw. wegwischen. Das ist also gar kein Problem. Und besser, wir können erstmal normal arbeiten und wischen es dann weg, als dass wir uns beim Drüberschieben zu viel Mühe geben müssen bzw. zu viel Gewalt anwenden. Denn, das hatte ich schon oft gesagt, wenn wir bei der Abrichter anfangen, mit viel Kraft zu arbeiten, dann ist die Chance, dass wir nicht richtig abrichten und auch nicht winklig abrichten, viel, viel höher. Also Silbergleit und weiter geht's. Das hat ja doch eine ganze Weile gedauert.
Es sind, wie viele Teile sind es? Ein paar, die abgerichtet und ausgehobelt werden mussten. Ein ganz, ganz großer Vorteil, dadurch, dass ich jetzt neben der Werkstatt wohne, konnte ich A, super leckeres Essen essen und B, kurz mit Pero telefonieren, dem Kompressorschrauber. Und das ist auch immer sehr, sehr nice. Und warum ist das bei dem Essen ganz wichtig? Mega off-topic, aber ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch, aber so Essen, was man sich mitnimmt, ist meistens irgendwie nicht so geil. Also so ein schöner Teller Nudeln ist irgendwie schon ein bisschen besser. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt schönes Mittagessen essen konnte. Eine Sache ist mir heute auch aufgefallen. Und zwar wähle ich mal so einen Blickwinkel. Ich habe die ganze Zeit hier das Gefühl in der Werkstatt, dass alle Maschinen lauter sind. Und das wird zum einen damit zusammenhängen, dass der Raum natürlich deutlich größer und im Verhältnis zur alten Werkstatt sehr, sehr leer ist. Aber eine andere Sache ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja hier diese gegossenen Bodenelemente aus Estrich und die Formatkreissäge und der Dickenhobel und die Abrichte stehen auf einem Block. Das heißt, es ist ein Riesending. Und was ich glaube ist, wenn die Maschinen arbeiten, kommt ja diese Schwingung dazu. Und ich glaube, das macht hier drin alles noch lauter. Man merkt es auch, wenn man neben der Maschine steht, dass der Boden gefühlt natürlich nur ein bisschen wackelt. Deswegen werde ich morgen, wenn ich morgen früh zum Sport fahre, direkt daneben ist ein Baumarkt, ich mag es gar nicht laut sagen, aber da gibt es diese Anti-Dröhnmatten, zum Beispiel für Waschmaschinen. Und was ich machen will, ist erstmal zwei kaufen, die Abrichte mal da draufstellen, gucken, was passiert und dann eventuell, wenn das klappt, nochmal welche unter die Formatkreissäge packen. Das Schöne ist, da das ja hier tagesaktuell ist, das heißt, dieses Video geht heute online am Montag, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Ich bin da auf jeden Fall auf eure Tipps nicht angewiesen, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, ob ihr damit vielleicht schon Erfahrung habt, denn ich hoffe mir, dass solche Matten doch einen deutlichen Unterschied bringen. Was ich jetzt machen muss, ist, alle diese Teile zuschneiden, das machen wir jetzt mit der Formatkreissäge. Dieses ganze Thema Zuschnitt gucken wir uns, glaube ich, auch separat nochmal an. Ich muss sagen, in der Kamera sieht dieses Tanktop noch merkwürdiger aus als in echt. Völlig off-topic heute. Was ich jetzt also mache, ist den Zuschnitt. Wir schneiden alle Teile auf ihr Fertigmaß und dann bauen wir auf jeden Fall heute noch die beiden Außenrahmen von dem Servierwagen zusammen. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das noch hier mit reinpacke oder nicht, aber wir werden es sehen. Ihr seht es ja gleich. Also zusägen und dominieren mit dem Domino. So, ein Arbeitstag neigt sich langsam dem Ende. Was ist passiert nach dem Abrichten und dem Aushobeln? Man könnte denken, gar nicht viel. Aber bei all diesen Einzelteilen haben wir ja auch doch eine ganze Menge an Verbindungen, die zwar nur aus Dominos besteht, aber nichtsdestotrotz muss natürlich alles angerissen werden, es muss alles passen. Und ich habe das bei solchen großen Sachen immer gern, dass ich alles anreiße, beziehungsweise erstmal alles hinlege, dann alles anreiße, dann nochmal alles hinlege, gucke, passt es genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, ja oder nein. In der Regel passt es so, aber trotzdem würde ich bei solchen großen Projekten, dieser Wagen wird ja auch sehr groß, immer alles nochmal überprüfen. Das Gute ist, alle Einzelteile für den Wagen sind jetzt fertig, ausgenommen die Einlegeböden. Die sind aber wirklich auch sehr, sehr easy. Aber dafür musste ich nochmal eine kleine Nut fräsen. Hier sehen wir sie zum Beispiel, das sind jetzt zwei Teile schon zusammen. Die Nut hat einfach genau die Stärke von 12 mm Multiplex. Warum Multiplex? Dazu komme ich gleich. Zuallererst, ich habe das Ganze hier wieder mit dieser super guten Fräsvorrichtung gemacht. Das ist echt super entspannt, wenn man hier bei der CRB7, das hatte schon ein oder andere mal gefragt, guckt. Man kann wirklich alles sehr, sehr genau einstellen, so dass alles schön passt. Und das ist auch gerade bei solchen Sachen recht wichtig, denn Multiplex können wir relativ genau einleimen. Anders als Massivholz, da müsste man ja dann doch mehr Spiel lassen. Die Einlegeböden sind, ich glaube, irgendwie sowas wie 54 cm breit. Das sollte jetzt hier aber super gehen. Was ich nochmal am Ende ganz, ganz Wichtiges sagen wollte, ich mache jetzt, wie gesagt, hier Feierabend. Und wenn wir unsere Projekte nach dem Arbeiten noch nicht ganz zusammenbekommen, das kann jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, jeder, der einen Meister macht, da wird das auch immer so gemacht. Man spannt sich alles fest.
Es ist alles miteinander festgespannt. Einfach nur, um den Kräften, die natürlich auftreten könnten, ein bisschen entgegenzuwirken. So bleibt alles schön formstabil und morgen bringen wir es dann in die Form. Ich würde es heute machen, aber ich weiß, wie viele Dominolöcher ich hier fräsen muss bei jeder Verbindung 2. Und es sind super viele Verbindungen. Deswegen machen wir das nicht heute, das machen wir morgen als allererstes. Was wir eigentlich auch morgen machen, beziehungsweise nicht eigentlich, das wollte ich eigentlich heute machen. Das hier, das ganze Holz für unsere Werkbank, für den Schlauch da hinten. Das wollte ich eigentlich heute mit abrichten. Da habe ich wohl ganz vergessen, wie lange das eigentlich alleine dauert, gerade wenn es so viele Teile sind. Bisschen anders ist es natürlich hier, weil ich hier nochmal ein bisschen auch beim Hobeln mehr darauf achte, wie die Faserrichtung ist, damit einfach alles wirklich perfekt ist. Bei mir kann man ein bisschen mehr schleifen und gerade bei einem Werkbanktisch, da wäre es eigentlich fast schon egal, würde ich sagen. Aber das muss ich auf jeden Fall auch morgen machen, denn wir wollen morgen ja gucken, dass wir so langsam mit dem Projekt starten, damit Zeit für Feierabend. Das erste Video dazu kommen kann. Die Stepcraft steht immer noch da. Die wollte ich eigentlich schon längst weggeräumt haben. Was ich auch immer mache, alle Hauptschalter aus, wenn ich gehe. Auch wenn ich es ja nicht so weit habe. Das war jetzt auf jeden Fall der Vlog für Montag. Morgen, wie gesagt, zuallererst Sport. Und dann ganz, ganz viel Domino-Time. Aber das wird auch ganz nice. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar coole Sachen bestimmt feststellen, die wir bei diesem Projekt beachten müssen. Das ist nämlich immer das Schöne. Es kommt eigentlich immer mehr, als man denkt. Und dann kann man wieder lernen. In diesem Sinne, übrigens, ach so, das Video kommt jetzt wie immer bei den Vlogs um 18 Uhr. Um 18 Uhr, habe ich nicht so ganz drüber nachgedacht, zocke ich aber auch meistens. Das heißt, ihr könnt erst kurz das Video gucken und dann theoretisch mit mir zocken, wenn ihr Bock habt. Noch nicht live, ich bin noch am Setup aufbauen, aber auf jeden Fall Instagram, ey, es ist Zeit für Feierabend. Mein PlayStation-Tag habe ich euch unten verlinkt. Wir sehen uns morgen, bis dahin. Tschüss.